Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei At Dead of Night. Ich habe mich im Stream etwas plattschlagen lassen, ein bisschen Horror zu spielen. Und deswegen dürft ihr jetzt genießen, wie ich hier durch dieses Hotel irre. Folgt mir doch gerne auch mal auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt. Und jetzt wünsche ich euch mit dieser Folge ganz, ganz viel Spaß. Wo müssen wir hin? Fuck, wo müssen wir hin? In die 1, glaube ich, ne? Okay, ich folge einfach mal dem Pfeil, wahrscheinlich wieder hier hinter. Aber ich sehe hier nichts flackern. Warte mal. Ich glaube, ich laufe gerade irgendwie... Okay, hier vor... Doch nicht. Müssen wir die 2 überhaupt? Ich probier's mal. Okay, hier drin war es schon mal nicht. Sehr gut. Oh, jetzt ist der Typ wieder da. Wo müssen wir denn hin? Warte, komm. Ich gehe nochmal rein. Ich gucke nochmal in den Spiegel. Okay, hier ist ganz zu. So. Wir hätten vielleicht warten sollen, bis... nochmal durchs Dings gucken sollen, oder? Dass, falls Jimmy doch noch da ist. Also Harvey. Mit dem Schläger. Okay, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Also, da müssen wir aber doch irgendwo hier hin, ne? Aber der Kompass bringt mich gerade nicht weiter, ehrlich gesagt. Was macht der denn die ganze Zeit, ey? Also wirklich. Stellt euch das mal von der anderen Seite vor, wie ihr dann die ganze Zeit so irgendwo im Gang läuft und dann wirft er sich am Boden und kriecht so irgendwo hin und dann springt er wieder hoch, einfach so wahllos vor den Zimmern und so. Ich weiß nicht, was der macht. Wirklich nicht. Okay, lass es raus. I'll be back. Heißt es, du bist wieder da oder du kommst gleich wieder? Ich lauf mal. Vielleicht müssen wir auf die andere Seite. Oh Gott. Da hat jemand nicht aufgepasst, würde ich sagen. Fuck. Wieder da, WB. Fühlt euch übrigens frei, Jumpscares zu klippen, ne? Oh, okay. Erstmal eine Aspirin. Na gut, jetzt ist er wahrscheinlich erstmal nicht da. Jetzt müssen wir erstmal wieder in dieses... Hä? Warum sind wir denn im dritten? Na gut, okay. Aber nicht so schlimm. Da sind wir schnell wieder raus. So. Und dann... So. Ich wusste, dass ich den Ton heute brauche.
Ich glaube, die Jumpscare-Sounds sind hier gar nicht mal so krass, weil in der Regel die Jumpscares kommen halt nicht wie bei anderen Spielen so in erwarteten Gruselszenen, sondern halt so tatsächlich einfach total überraschend. Ne? So. Da müssen wir nämlich hier wieder hin. Der Typ sieht aus wie ein Clown. Ja, das ist, also, das No Front hättest du auch nicht hinschreiben müssen, weil das ist einfach so. Also, du hast einfach recht mit der Aussage. Ah, fuck, wir haben keinen Spiegel. Haben wir den? Doch, wir haben den Spiegel noch. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwo im Ersten. Also, der Kompass zeigt hierhin. Hierhin. Okay. Na dann. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwo hinterlaufen oder sowas. Hier? Hier könnte es sein. Ich laufe erstmal weiter, weil normalerweise flackern ja dann immer Lichter, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Kommen wir da noch weiter hinter? Ja, das bringt aber nichts. Okay, ich verstehe es nicht. Hier flackert nichts und gar nichts. Oder müssen wir vielleicht hier... Also irgendwas ist mit 113. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Vielleicht finden wir hier Harvey oder so. Is someone there? I can hear you. Okay. Och Gott, wir müssen den ja fragen. Wir müssen das ja erstmal kombinieren. Hier, Harvey, was mit den Schlägern? Hallo? Ach so. Is it Harvey? Ist da Harvey? Yeah, it's Harvey. Okay, Kollege Harvey, was mit den Sportschlägern? What are all the cricket and baseball bats for? In case I need it. Nur Harvey ist da gerade, ja. Aber wir machen auch, also wenn dann später ein weiterer Geist kommt, wir machen auch eine Geschichte nach der anderen, würde ich sagen. Weiß nicht, wie viele noch kommen. Irgendwie zwei oder drei wahrscheinlich. Also, Harvey, pass auf. Du wolltest ihm Schaden zufügen. Hast du das vielleicht mit diesen Cricket-Schlägern gemacht? Ich frag für einen Freund. Ne? When you said you decided to damage his property, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? I kept those bats for self-defense. I was angry. I took one and went to Jimmy's room. Und wieder in die 2. An Jimmy vorbei in die 2. Ich bin Poet, ne? Komm, spring schon hoch. So, jetzt läuft er in die eine Richtung, dann schmeißt er sich auf den Boden, kriecht dann zurück und dann springt er wieder hoch. Pass auf. 3, 2, 1. Doch nicht. Okay, wir müssen, glaube ich, eh in die andere Richtung. Das heißt, wir drehen uns dann draußen, von draußen gesehen, nach links. So, und schnell hier ums Eck. Hier dürfte er dann nirgends sein. Ich sollte aber trotzdem vorsichtig sein. Wo muss denn... Hier muss ich lang. I can see you. Ja, dann komm doch her. Ich kann Taekwondo. Da kannst du abstinken mit deinen Schlägern. War Taekwondo das mit dem... Was sind das für Stimmen?
Also, das ist wahrscheinlich Jimmy. Ich gehe mal davon aus, dass du Jimmy meinst. Ach so, nee, du meinst, glaube ich, unten im ersten OG, da läuft das Radio. Frag mich nicht, warum. Irgendwie hat Jimmy das Radio angemacht. Um uns zu verwirren oder so. Unterhaltung ist ja sonst auch langweilig, genau. Das wird sein. Okay, wir gehen mal da rüber. Und müssen wahrscheinlich erstmal rein in den Raum. Dann können wir mit Harvey nochmal. Das ist auch gut, ne? Also ich meine, was soll schon schief gehen? Also Jimmy wächst ja in so einem liebevollen Umfeld auf, hier in dem Hotel mit Harvey und so, ne? Deadlock für 309? Was, warum für 309? Wir sind am zweiten OG. I'm coming now. Ja, dann komm. Is someone there? Okay, ist da Harvey? Yes. Na, guten Tag, Harvey. Hör mal, ich hab dich gesehen mit dem Schläger. Was haben sie gemacht an dem Abend? I saw you with a bat, coming out of a room. What had you done? I smashed up his television and games consoles and stuff. I was angry. But it didn't work. It just made him worse. He soon retaliated. Ja, das war vielleicht absehbar, oder? Okay, er hat sich bald gerecht. Wie hat er sich gerecht? Mit der Heizung hatten wir schon. Also er sagt, er hat sich gerecht mit dem Hochzeitsring. Er hat ihm einen Antrag dann einfach gemacht und dann irgendwas mit den Spiegeln vielleicht? When you said Jimmy soon retaliated, is that connected to what you said about the broken mirrors? Maybe, okay. Dann vielleicht mit dem Feuer? Mit der Armbrust? Aber was macht man denn mit der Armbrust? Der hat doch nicht mit der Armbrust auf Harvey geschossen, oder? When you said Jimmy soon retaliated, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Jimmy was fond of weapons like that. I hadn't seen him all night after I'd smashed his stuff. I should have guessed he'd been working on his next little trick. Was? Der hat mit der Armbrust auf ihn geschossen, Alter? Ach, guck mal, der hat die aufgestellt. Was ist denn mit Jimmy, Alter? Also ich würde sagen, nach dem Knast auf jeden Fall Sicherheitsverwahrung, oder? Also was macht der denn? Richtig schlimm. Okay, pass auf. Harvey. Na, mal sehen, ob wir da hinkommen. Aber da waren wir doch schon mal, oder? Meinungsverstärker. Ja, Studien haben jetzt auch rausgefunden, dass man Diskussionen eigentlich immer am leichtesten gewinnt, wenn man ganz ruhig bleibt und sachlich bleibt und so nach etwa ein, zwei Minuten Diskussion dann seine 9mm Pistole auf den Tisch legt, ne? Scheint auch recht ruhig zu sein. Und tock. Nein. Wo sind wir denn? 221, okay. Wir müssen doch auf die andere Seite.
Ja gut, Sir, also... Ich will ja nicht sagen, aber... Ich glaube, ich gehe nochmal hier in den Schrank. Der war auch direkt hinter uns jetzt, ne? Bitte, 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 bitte. Da kommt. Okay, psch, psch, psch. Der ist nicht ins Bad. Der ist nicht ins Bad, oder? Warum ist der ins Bad? Macht ja auch Sinn. Also ich als verheirateter Mann kann behaupten, dass man dafür keine Studie braucht. Was hat denn... Hä? Was hat denn jetzt die 9mm mit verheiratet sein? Machst du das auch immer so, oder? Okay, der ist nicht im Bad, sonst wird das hier noch rot. Ich glaube, der ist einfach wieder raus. Beziehungsweise, bevor wir jetzt weitergehen, pass auf, gehen wir nochmal ganz kurz hier, ne, einfach nur, falls wir irgendwas finden. Zum Beispiel den Deadlock-Schlüssel für Zimmer 206. Hätten wir den schon vorher gehabt, hätte ich jetzt auch nicht so Schiss gehabt, wenn der im Bad ist. Klar, du nicht. Ja, immer. Ah, okay, waren wir schon mit den Fotos. Den nehme ich auch mal zu Bankterminen mit. Völlig normal, ne, also... Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich jetzt nach links. ...215 hier. Au! Alter! Wer macht denn sowas? Weiß den doch ein, ab in die Geschlossene mit dem. Was ist denn? Für Bewerbungsgespräche auch. Ich verstehe mal nicht, wieso die meisten eine Absage bekommen. Ich bekomme immer Zusagen. Sehr gut. Alter, okay, Harvey, hier. Is it Harvey? Hallo Harvey. Du, ich hab dich gesehen, da war was mit deinem Bein. Dein Bein ist verdreht. Entschuldigung. Wir haben mit dem Keller bisher gute Erfahrungen gemacht, ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Normal, mein Kind macht das auch immer. Ja, gut, ne? Kannst du alle zwei Wochen sagen, ich war auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Und dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Und bekam dann einen Pfeil ins Knie. Also im Keller müssen wir jetzt wahrscheinlich, oder? Warte mal, ich guck mal kurz. Alter, Jimmy. Schlimm hier. Okay, das ist Harvey. 212. Okay, wir müssen nicht in den Keller. Aber 212 dürfte hier nebendran sein, oder? Wahrscheinlich. Okay, scheint alles ruhig zu sein. Dann gehen wir mal raus. Hier wahrscheinlich, ne? 213. 212. Da sind wir. Kompass haben wir schon. Was haben wir hier noch? Alte, rostige Schlüssel. Für den Keller. Ja gut, das ist jetzt natürlich klar, ne? Können wir denn... Ich meine, wir sind jetzt im Nebenraum. Können wir hier nicht auch mit Harvey sprechen? Hallo? Ah, okay. WLAN reicht nicht durch die Wand, leider. Die haben ja halt noch keine Repeater und sowas eingebaut, ne? Das ist ein bisschen doof.
Wenn der jetzt da gestanden wäre und ich mich verklickt hätte, ich wollte mich drehen. Die Steuerung ist mal... Das ist auch nicht das richtige Zimmer. Aber gut, wenn wir schon mal drin sind. Einen dekorativen Dolch. Du hast bereits einen Zauberspiegel. Sieht man das nicht? Das Sprichwort aus jeder Pfütze ein Abenteuer. Einen ganz neuen Sinn. Ich kenne das Sprichwort tatsächlich nicht. Aber okay, Harvey, pass auf. Ich habe ein paar Fragen. Wo waren Sie am Abend des 18. August? Hallo? Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Okay. Also da kam ja eine... Warte, erstmal frage ich den nach den Schlüsseln. Rostige Schlüssel. Und war das... hatte das mit deiner Idee zu tun, oder? When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys? Well, if Jimmy wanted to hide down there, I thought he must like it. Aber Harvey reagiert jetzt halt auch nicht unbedingt so, als dass man es, ne? Also ich glaube, das schaukelt sich dann halt hoch. Vor allem, wenn du dann jemanden hast, der psychisch so labil ist, wie jetzt eben Jimmy. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass du es damit dann halt besser machst. Das ist halt das Problem, ne? Hier lang, ne? Ab zum Fahrstuhl. Wir dürfen nicht zu schnell laufen, ich vergesse es immer. So, hier sind wir aber eh falsch. Hier lang? Nee, von da kamen wir, oder? Von da kamen wir. Dann hier lang. Okay, er ist sehr weit weg, das ist schon mal gut. So. Okay. Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein Abenteuer. Aus Sand eine Burg, aus einer Pfütze ein Ozean und aus Plänen Überraschungen. So ähnlich. Ah, okay. Das meinst du. Verstehe, verstehe. Ja gut, in dem Fall wird halt aus einer Armbrust ein Schuss ins Knie und... Ne, und so. Und aus einem Heizkörper wird halt ein Elektroschreich quasi. Okay, pass auf. Müssen wir da rein? Ich finde den Feueralarm echt ansprechend. Welchen Feueralarm? Wo müssen wir denn hin? Ja, hier kommen wir nicht rein, ne? Na, schade. You can stay in there for the night, Jimmy. I'm ready to go. Das ist jetzt nur ein Quick Guess. Aber ich komme gerade drauf, weil du überall an der Wand kannst du Jimmy bestimmt einen kleinen Schreck einjagen. Geht das? Das müssen wir probieren, wenn wir da oben sind in den Dings. Na, vielleicht rennt er dann raus an den Sammelpunkt. Wartet dann da auf die Feuerwehr. Aber jetzt, wo du Feueralarm sagst. Normalerweise in solchen Szenarien, wenn man irgendwen irgendwo einsperrt, geht was gehörig schief und der andere nimmt es dann noch viel übler. Also pass auf, Harvey. Is someone there? Harvey? Is someone there? Ist er doch da hinten? Is anyone there?
Oder, ah, nee, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück zu 215, ne? Einfach nein sagen. Und da wieder mit... Ach, ist, hä? Nee, das ist ja dumm. Warte mal, wir fahren erstmal ins Erdgeschoss, weil wir können sonst nirgends in den Spiegel gucken. So, einmal kurz zur Küche. Ich warte noch drauf, dass hier auch irgendwas passiert dann. Also außer das eine Mal mit Dr. Bose. Na, guck mal, wer sich da versteckt hat. Oh, guck mal, wer da ums Eck guckt. Na, kleiner Jimmy. Ich sag doch, da brennt jetzt irgendwas. Okay, aber wo müssen wir hin? Wir müssen ja irgendwo mit Harvey sprechen. Das stand da jetzt nirgends, ne? Aber normalerweise finden wir die Geister doch immer da, wo wir sie gesehen haben. Okay, ich mach mal kurz Folgendes. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Jimmy ist ein Musterknabe. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Bin in 2 Minuten wieder da. Ne? Und dann geht's weiter. Ne? Ganz kurz, Moment. Für die Leute auf YouTube in dem Fall. Hier kommt der Schnitt. So. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Bei meiner Ansicht nach eigentlich, wenn wir hier... Achso, für die Leute auf YouTube, jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Rufe den Aufzug. Bei meiner Auffassung nach sollten wir jetzt eigentlich hier unten mit Jimmy, Harvey reden können, ne? Normalerweise immer da, wo die Geister waren, da kann man dann auch mit den Leuten reden. Ich probiere das nochmal. Is anyone there? Is anyone there? Nee. Vielleicht dann ganz hier drüben. Wobei, nee, dann hätten wir ihn ja gehört, ne? In welchem Zimmer war der vorhin? Weiß es noch jemand zufällig? Ich glaube, 215, oder? 215. Ich gehe einfach mal zu 215. Mal gucken, was passiert. Ah, nee, stimmt, in dem anderen, in 223, da ganz hinten im Eck. Aber der Kompass macht mich ja auch zu wenig. Ich gehe mal ganz kurz in ein Zimmer, ne, dass wir nochmal in den Spiegel gucken können. So. Ins Erdgeschoss müssen wir. Aramedic, vielen, vielen Dank für die Bits. Danke dir, vielen, vielen Dank für den Support. Erstmal Schutzgeld da lassen. Naja, also ich meine, du hast gesehen, zu was Harvey fähig ist und zu was ich dann wohl erst fähig bin. Ne? Und vielen, vielen Dank. Danke dir. Wenn es noch oft genug passiert, kann ich mir vielleicht auch ein besseres Hotel leisten, wo nicht die ganze Zeit so ein komischer Typ mit Baseballschläger durch die Gegend läuft. Jetzt kommt er gleich wieder zurück, pass auf. Ruf mal Jimmy. Wir haben keinen Schlüssel für hier. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Pass auf.
Schlüssel. Wir haben 309 und 206. 217 fehlt. Ja, wir können aber mal gucken, ob wir... Nee, hier ist aber auch kein Schlüssel drin. Hier ist nur das hier. Und diese Kisten sind keine Schlüssel, glaube ich. Oder meinst du, weil er halt direkt vor der Tür stand? Dann rufen wir raus, kriegen einfach so direkt den Baseballschläger ins Gesicht. Weißt du? I see you. Boah, der ist aber noch sehr nah. Ob das klappt? Ich glaube nicht.